Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zur Phoenix-Runde. Die BND-Affäre zieht Kreise. Jeden Tag neue Details. Offiziell bestätigt ist nur sehr wenig. Es geht um den Vorwurf, der BND habe über Jahre dem NSA bereitwillig bei der weltweiten Satellitenspionage assistiert. Neue Erkenntnisse besagen, im Fokus seien nicht nur Wirtschaftsunternehmen, sondern auch hohe Beamte aus dem Pariser Élysée und der EU-Kommission. Hinzu kommen Fragezeichen zur Informationspolitik der Bundesregierung. Die Opposition im Deutschen Bundestag fühlt sich falsch informiert. BND-Affäre. De Maizière unter Druck, das ist heute unser Thema und das sind meine Gäste. Professor Thomas Jäger ist bei uns, der Politikwissenschaftler an der Universität Köln, kritisiert das bisherige Krisenmanagement der Bundesregierung. Da kann sich ja noch was tun, en detail gleich in der Sendung. Mariam Lau ist mit uns, sie ist Korrespondentin bei der Wochenzeitung Die Zeit und sieht durchaus erheblichen Aufklärungsbedarf auf Seiten der Regierung, insbesondere im Kanzleramt. Markus Beckedahl ist mit uns, er bloggt für Netzpolitik. Würden so ausgesprochen auch seine Eltern verstehen, sagt er. Und er verfolgt intensiv diese Affäre um BND und NSA. Er sieht nicht nur Herrn de Maizière, sondern auch das Kanzleramt bei der Aufklärung in der Pflicht. Dazu gleich mehr. Und Professor Wolfgang Krieger ist mit uns. Er ist Historiker und Geheimdienstexperte. Und er meint, dass Deutschland nur wenige Ressourcen hat. Und darüber kommen wir sicher auch gleich ins Gespräch, sich wirklich gegen Spionage zu wehren. Herzlich willkommen Ihnen allen. Meine Damen und Herren, eine weitere Nachricht erreichte uns heute. An diesem Donnerstag in Hessen wurden in der Nacht zwei Terrorverdächtige verhaftet. Die Haftprüfung läuft im Moment noch in den nächsten Stunden. Am Nachmittag hat sich Bundesinnenminister Thomas de Maizière dazu geäußert. Wörtlich hat er gesagt, die heutige Festnahme in Hessen ist Beleg für die effektive Arbeit der Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern. Und hier nochmal für Sie im O-Ton der Polizeipräsident. Präsident von Westhessen, Stefan Müller. Nach all dem, was wir wissen, zum jetzigen Zeitpunkt haben wir ein Anschlagsgeschehen verhindert. Die aufgefundenen Beweismittel in Verbindung mit dem Hintergrund der Person deuten eindeutig darauf hin, dass dieses Gesamtgeschehen dem islamistisch-extremistischen Spektrum zuzuordnen ist. Soweit also Stefan Müller. Professor Jäger, wenn wir der Formulierung jetzt so folgen, ein Terroranschlag wurde verhindert, nehmen die Behörden an, also macht dann im Umkehrschluss Spähen doch Sinn? Das macht Sinn. Und wenn das stimmt, was wir bisher wissen, da muss man ein wenig vorsichtig sein. Aber wenn es stimmt, dass der männliche Verdächtige im Zusammenhang mit der Sauerlandgruppe auffällig wurde. Und wir wissen, dass diese Informationen eben von amerikanischen Diensten an die Bundesregierung gegeben wurde und dazu beigetragen haben, den Anschlag zu verhindern. Dann ist das ein deutlicher Beweis dafür, dass Dienste miteinander kooperieren müssen, um ihre Aufgabe zu erfüllen, Sicherheit vor terroristischen Anschlägen sicherzustellen. Okay. Frau Lau, auch Sie beobachten die Szene, die Sicherheitsbehörden, natürlich auch die Polizeibehörden. Es gibt ja offenbar ein Zusammenspiel. Wie bewerten Sie diesen Vorgang heute, sozusagen mit den ersten Informationen, die wir haben? Ja, ich sehe es eigentlich auch so. Das ist ein Beweis dafür, wie wichtig das ist, dass die Sicherheitsbehörden effizient zusammenarbeiten. Und ich finde, es klingt ja dieser Tage manchmal so, als könnten wir darauf praktisch verzichten. Solche Entdeckungen wie heute sind der Beweis des Gegenteils. Mhm. Und trotzdem gibt es eben auch das, was wir in den letzten Tagen diskutiert haben. Und jetzt sind wir wieder im Kernbereich unserer Sendung. Tatsächlich, Professor Jäger, die BND-Affäre, ich habe es eingangs gesagt, weitet sich aus. Offenbar waren also auch Beamte des Élysée, wahrscheinlich auch hohe Beamte der EU-Kommission im Blick. Jean-Claude Juncker, der jetzige Kommissionspräsident, hat dann schon mal vorsorglich ein bisschen Aufklärung gefordert von der Bundesregierung über den heutigen Tag. Welchen Schaden richtet das auch politisch an, international? Ja, das muss man abwarten. Das, was wir jetzt sehen, sind ja Prozesse, die sozusagen nicht neu sind. Wir wissen seit 2002, dass der BND mit der NSA kooperiert. Das wird sozusagen in unterschiedlichen Bereichen gemacht. Man hat vereinbart, dass das bestimmte Felder, etwa den Kampf gegen Terrorismus, Proliferationsverhinderung und organisierte Kriminalität betreffen soll. Und in solchen Prozessen, die komplex zu organisieren sind, passieren gewöhnlich Dinge, über die man ungern spricht in der Öffentlichkeit.
Und das ist scheinbar jetzt sozusagen ein Punkt, an dem deutlich wurde, da ist was nicht ganz richtig gelaufen. Mhm. Das ist ja auch nicht verkehrt gewesen, wie die Bundesregierung am Anfang gesagt hat, dass organisatorisch und technisch beim BND irgendwas nicht gestimmt hat. Das muss man jetzt genauer nachvollziehen, was da nicht gestimmt hat. Mhm. Nur kurz die Rückfrage. Seit 2002 wissen wir um diese Zusammenarbeit. Das ist natürlich. Wir wissen jetzt darum, dass wir da ganz d'accord sind an dieser Stelle, Herr Beckedahl. Denn wenn wir das jetzt so gehabt hätten, dann würden wir uns fragen, warum sitzen wir jetzt heute hier? Also, wenn man jetzt die letzten Tage und Entwicklungen noch mal ein bisschen verfolgt, könnte man den Eindruck gewinnen, der BND ist außer Kontrolle. Aber vielleicht stimmt das gar nicht. Also ich habe schon das Gefühl, dass der BND außer Kontrolle ist. Wir beobachten zum Beispiel den Geheimdienstuntersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag sehr genau und sind in allen öffentlichen Sitzungen dabei und erstellen ein Live-Transkript auf netzpolitik.org. Und wir haben in den letzten Sitzungen unter anderem den ehemaligen Vorsitzenden der G10-Kommission gehabt, also des Kontrollgremiums für unsere Geheimdienste. Und der hat aus im den Deutschen Medien. Bundestag muss man noch ergänzen, weil vielleicht nicht jeder das weiß. Und der hat aus den Medien von diesen Skandalen erfahren, über die wir jetzt mittlerweile diskutieren. Insofern habe ich nicht das Gefühl, dass eine unserer beiden Kontrollkommissionen, es gibt ja noch die Parlamentarische Kontrollkommission im Deutschen Bundestag mit Abgeordneten, dass sie beide in der Lage sind, diese riesigen Apparate zu kontrollieren. Da haben wir explizit große Defizite. Also wo wir da Feinjustierungsbedarf hätten, kommen wir auf jeden Fall in der Sendung gleich noch zurück. Herr Professor Krieger, Sie schauen ein bisschen skeptisch. Wahrscheinlich ist Ihre Wahrnehmung ein bisschen different zu dem von Herrn Beckedahl. Trotzdem mal gefragt, Sie beobachten Geheimdienste sehr lange. Kann es denn irgendeine Handhabe geben, Beamte des Elysée und auch hohe Beamte der EU-Kommission irgendwie ins Visier zu nehmen? So richtig erschließt sich mir das nicht. Also ich halte das für ein Märchen. Dass das eine gezielte Politik gewesen wäre oder eine gezielte Operation des BND oder anderer deutscher Sicherheitsbehörden. Aus verschiedenen Gründen ist es ein Märchen. Erstens mal, wenn man wissen will, was die Leute dort denken, dann greift man zum Telefon und ruft sie an, also ja, in den entsprechenden Ministerien oder Hierarchien. Die kennen sich alle, die treffen sich alle paar Wochen. Also das ist schon mal absurd. Und der zweite Grund ist, dass es eine sehr enge und eine besonders enge Zusammenarbeit mit Frankreich gibt, auch mit einigen anderen europäischen Staaten, Großbritannien und noch weitere. Und es wäre also absurd, sozusagen einen solchen Angriff zu starten und das alles aufs Spiel zu setzen. Ich meine, wir sind ja alle abhängig von dieser Kooperation. Keiner dieser Staaten hat selber genug Ressourcen, um mit den eigenen Ressourcen an Geheimdiensten, an Polizei und so weiter, sich vor Terrorismus und anderen Bedrohungen, die Sie erwähnt haben, zu schützen. Also die Kooperation ist völlig unverzichtbar, und zwar für alle Seiten, nicht nur für die Deutschen. Und das ist ein Gut, das niemand freiwillig aufs Spiel setzen würde. Also ich halte das für ganz abwegig. Und wir haben ja bisher überhaupt keine Beweise dafür. Ich meine, das sind Behauptungen in der Presse, für die es keine gesicherten Fakten oder sonst irgendwas gibt. Ich meine, jeder kann irgendwas in der Presse behaupten und hinterher wird groß darüber diskutiert. Oh, das ist einfach zu wenig. Ja, jetzt muss aber Frau Lau kommen. Weil, also ich meine, wenn Sie sagen Märchen, das ist natürlich schon ziemlich weitgehend. Und Frau Lau, Sie arbeiten seit über 10 Jahren hier im politischen Geschäft in Berlin. Sie haben schon mehr als eine BND-Affäre erlebt. Wenn man da jetzt den Vergleich ziehen würde, und Sie werden es wahrscheinlich gleich noch mit einem Konter hier verschönern, aber wenn man einen Vergleich zieht, welche Brisanz hat diese Geschichte? Die ist schon sehr brisant, was ich finde, was man als allererstes daran merkt, dass das Kanzleramt noch nie in keiner der bisherigen Affären sich so schnell, so brachial von dem Dienst distanziert hat. Also dass wirklich der Regierungssprecher hergeht und vor der gesammelten Hauptstadtpresse sagt, wir haben da schwere organisatorische und technische Defizite festgestellt. Das ist ein absolutes Novum und hat mir jedenfalls die Panik gezeigt, die da herrscht. Und ein paar Tage lang haben wir ja alle gedacht, es geht um Industriespionage. Und es ist immer wieder angedeutet worden, auch von der Regierungssprecherin, da ist noch was anderes im Busch. Und jetzt wissen wir, was das ist. Und also mir ging das jetzt bei Ihnen so ein bisschen zu schnell, dass Sie sagten, dass an der Belauschung der Franzosen ist nichts dran. Ich fürchte, da ist was dran. Und ich fürchte,
Das Irrationale ist trotzdem auch dabei. Genauso wie es irrational ist, für die Amerikaner Angela Merkel zu belauschen, ist es irrational für den Bundesnachrichtendienst, die Franzosen zu belauschen, weil wir, genau wie Sie sagen, einfach, wenn wir wissen wollen, was François Hollande denkt, könnten wir einfach mal anrufen. Aber für mich sagt das ein bisschen was über die Verfassung der amerikanischen Regierung. Das Gefühl von Isolation, Paranoia, auch denen trauen wir nichts zu. Man will einfach wissen, was die denken, und man traut der alten diplomatischen Schiene nichts mehr zu. Das sagt unheimlich viel über die Weltmacht, die keine mehr ist, dass sie glaubt, sowas riskieren zu können. Vielleicht müssen wir quasi noch mal zum Kern des Ganzen zurückkehren, nämlich zum eigentlichen Spähvorgang. Herr Beckedahl, da bauen wir jetzt auf Sie. Es ist von Selektoren die Rede, also von im Grunde genommen Stichworten, nach denen gesucht wurde, von einer wirklichen Zusammenarbeit, die auch in einem Memorandum of Agreement damals vom Kanzleramtsminister Steinmeier unterschrieben wurde. Bad Aibling ist das Stichwort, eine Spähstation. Aber könnten Sie uns ganz kurz mal runterbrechen, wie das tatsächlich praktisch läuft, dann so eine Ausspähung? Also wir wissen durch die Enthüllung von Edward Snowden, dass die NSA befreundeten Geheimdiensten wie dem BND bestimmte Hard- und Software geliefert hat, als Echtzeit-Überwachungs-Rasterfahndungs-Soft- und Hardware, die überall an den zentralen Knotenpunkten von Kommunikationsvorgängen stehen, wie beispielsweise in Bad Aibling, wie es teilweise am D6, dem größten Internetknoten in Deutschland, auch eingesetzt wurde. Und diese, ist der, ne? Genau. Ja, okay. Und diese dieses X-Keyscore, so nennt sich diese Hard- und Software, kann sogenannte Selektoren verwalten. Ein Selektor soll eine IP-Adresse sein oder eine Telefonnummer oder ein Name, also irgendeine Zeichen- oder Zahlenkombination. Und laut Medienberichten oder laut dem, was man jetzt mittlerweile aus den Unterrichtungen der Bundesregierung in Richtung Geheimdienstuntersuchungsausschuss weiß, gibt es oder gab es wohl bis zu 800.000 verschiedene einzelne Selektoren in diesen Listen, wovon bis zu 40.000 als gegen unsere Interessen im Nachhinein interpretiert worden sind. Ob das so stimmt, weiß niemand. Der Geheimdienstuntersuchungsausschuss fordert im Moment quasi die Übersendung der Listen, zumindest für seine Arbeit, um das kontrollieren zu können. Bisher suggerierten BND-Mitarbeiter im Geheimdienstuntersuchungsausschuss, dass alles einzeln kontrolliert worden wäre. Das muss man sich so vorstellen, dass sie dort suggerierten, als ob sie die ganze Zeit da an ihrem Schreibtisch sitzen, Listen bekommen und dann einfach mal so abhaken. Mhm. Aber es zeigt sich mittlerweile, das war ein Märchen. Ja, bevor wir gleich noch diese Liste ausführlich in den Blick nehmen, weil da geht jetzt viel um die Aufregung, würde ich ganz gerne noch Professor Krieger fragen. Der 2003 im Amt befindliche Kanzleramtsminister Profalla, der ja rund um die Snowden-Affäre auch einige Auftritte im PKGR, also im Parlamentarischen Kontrollgremium hatte, hat dann bei einem dieser Auftritte gesagt, also das sei jetzt alles nicht so furchtbar dramatisch, man hätte ja die deutschen Daten herausgefiltert. Da frage ich mich natürlich, wie kann man sowas denn schaffen? Also 2013 wäre das gewesen, ja. Nach den Snowden-Enthüllungen. Naja, natürlich versucht man, Sachen rauszufiltern. Und mir ist das so erklärt worden von den Leuten, die sich da besser auskennen als ich, dass das ein ziemlich schwieriges Geschäft ist. Sie haben eine IP-Adresse, das ist einfach eine Serie von Zahlen. Sie haben vielleicht eine Telefonnummer, da können Sie an der Vorwahl eventuell ansehen, für welches Land das ist. Aber das muss auch nicht immer stimmen. Und die nachzuprüfen, ob diese Elemente nun zulässige Objekte solcher Recherchen sind oder nicht, ist ein riesiger Aufwand, der bei den vielen tausend, Sie haben diese schwindelerregenden Zahlen genannt, bei den vielen tausend Elementen schlichtweg nicht machbar ist. Dafür gibt es einfach nicht die Manpower. Es gibt nicht genug Personal, um das so gründlich zu machen, wie man es vielleicht machen müsste. Ja, das ist schon richtig. Aber es gibt eben auch nicht, die andere Alternative, dass man gar nichts macht. Ja? Okay, und deswegen kommt man in diese Schwierigkeit, dass man den Job vielleicht nicht so gründlich macht, wie idealerweise gemacht werden müsste. Das heißt im Umkehrschluss, wir können nicht ausschließen, dass doch im Laufe der Jahre deutsche Interessen oder Interessen deutscher Staatsbürger verletzt worden Nein, sind. Nein, natürlich kann man das nicht ausschließen. Ja. Und das, wenn ich das noch sagen darf, Frau Lau, zu Ihrer Bemerkung. Ich habe ja gesagt, es wäre für mich völlig undenkbar, dass man eine gezielte Operation gegen Frankreich zum Beispiel vornimmt. Aber es kann natürlich sein, dass solche Telefonnummern oder IP-Adressen damit reinrutschen und dass man plötzlich merkt, hoppla, das ist ja der Élysée-Palast. Ja? Okay. Das ist denkbar.
einfach. Ja, weggetan. Aber auf Bestellung. Für mich ist vollkommen denkbar, dass europäische Regierungen sich gegenseitig ausspionieren. Wir wissen von dokumentierten, bewiesenen Fällen, dass der britische Geheimdienst beispielsweise den belgischen Provider oder Telekommunikationsanbieter Belgacom gehackt hat. Also sie sind kriminell dort eingebrochen, haben quasi im Namen der Sicherheit Unsicherheit geschaffen, um EU-Institutionen zu überwachen. Und Großbritannien ist Mitglied in der EU. Also mit anderen Worten, man ist kriminell vorgegangen, um seine eigenen Institutionen mit zu überwachen. Also und deswegen gehe ich auch davon aus, da wundere ich mich über Ihre, ich sage es jetzt mal einfach so deutlich, Naivität, dass auch Deutschland möglicherweise ein Interesse daran hätte und seine Geheimdienste auch dafür einsetzt, gegen Frankreich zu ermitteln. Also das ist im Prinzip richtig, was Sie über die Briten gesagt haben. Ob das kriminell ist oder nicht, lasse ich mal beiseite. Und es ist unter anderem auch deswegen richtig, weil zwei britische Kabinettsminister in der Öffentlichkeit zugegeben haben, dass der britische Auslandsgeheimdienst zum Beispiel bei EU-Chefsitzungen oder so, ganz richtig, also mithört. Also das können wir es wahrscheinlich also als Faktum akzeptieren. Ja, aber Sie sind jetzt vom Thema abgekommen, denn wir sprachen BND, NSA. Das ist eine andere Kiste. Ja? Ja. Also das soll man nicht alles zusammenschmeißen. Also es gibt, wir halten fest, in Großbritannien ein etwas robusteres Verständnis auch von Geheimdienstarbeit. Ja. Ich glaube, da können wir uns drunter versammeln. Wir wollen mal zu dieser Liste zurückkehren, Frau Laun. Ne? Sie beobachten auch die Arbeit des NSA-Untersuchungsausschusses. Also 42.000 Begriffe könnten da drauf sein. Das heißt, es könnte eine Sperrdatei sein. Das heißt, es könnte eine echte Liste sein, die man so vielleicht sogar haptisch irgendwo in die Hand nehmen kann. Und es ist so, dass der Untersuchungsausschuss das abgefordert hat bei der Bundesregierung. Und die zuckt jetzt und zögert jetzt, wenn wir das richtig verstehen, weil sie den Eindruck hat, das müsste noch irgendwie abgeglichen werden mit den Amerikanern. Das muss, genau. Also das ist die Vorstellung. Man muss das mit denen klären, geben die das frei oder nicht. Was ich interessant finde an dieser Situation ist ja meiner Ansicht nach, da werden Sie mir wahrscheinlich widersprechen, dass ich immer noch herausstellen kann, dass der BND sich total korrekt verhalten hat, dass die nämlich alle sozusagen Zumutungen in einer Negativliste oder Abwehrliste, wie auch immer man sie jetzt nennen will, gesammelt haben und gesagt haben, Kanzleramt, hier läuft irgendwas schief, wir machen das nicht. Dass man auch dieses Programm Iconal eingestellt hat, weil darüber zu viele von diesen Zumutungen auf die Deutschen zugekommen sind. Also ich finde das immer, es gab ja jetzt sehr schnell Rücktrittsforderungen gegen den BND-Präsidenten Schindler. Ich finde, also es kann immer noch sein, dass der sich und überhaupt der Dienst sich da ganz korrekt verhalten hat. Was die Liste angeht, Professor Jäger, also in der Tat gibt es ein Aufklärungsinteresse seitens des Untersuchungsausschusses des deutschen Parlaments, die auch, glaube ich, auch in der Reihenfolge jetzt erstmal die Arbeitsebene hören wollen, bevor sie dann wirklich zu, der Bundesinnenminister hat ja angeboten zu kommen, auch sehr schnell zu kommen, aber die Frage ist, kann man ihm im ersten Moment die richtigen Fragen stellen oder vielleicht erst viel später, wenn man genügend weiß. Aber noch mal zu dieser Liste zurück. Ist es wirklich statthaft, die zurückzuhalten? Ja, das ist so vereinbart nach dem, was ich weiß. Es ist vereinbart, dass die Bundesregierung das mit der amerikanischen Regierung verhandeln muss, ob sie die herausgeben darf. Und ich glaube, man muss nicht mal Hühnerbeine werfen, um zu wissen, dass die amerikanische Regierung sagen wird, nein, die dürfte nicht herausgeben. Und das ist eine Dilemmasituation für die Bundesregierung, in der sie jetzt steckt, weil sie einerseits dem Parlament gegenüber das sozusagen offenlegen sollte oder auch nicht. Das wäre zu diskutieren. Man kann man ja unterschiedlicher Ansicht sein, aber wahrscheinlich eben hier keine Vereinbarung kommt, dass das offengelegt wird. Ja. Wir sind jetzt im Grunde genommen schon ganz einfach bei der politischen Dimension des Ganzen, auch bei der Frage der Aufsicht des BND. Die liegt im Bundeskanzleramt und man müsste jetzt fragen, wo ist was schiefgelaufen, wer hat versagt, Herr Beckedahl, aus Ihrer Sicht? Also wir gehen davon aus, dass die politische Verantwortung vor einem Kanzleramt liegt und waren halt schon verwundert, als die Snowden-Enthüllungen vor fast 2 Jahren gestartet sind, dass sich Herr Pofalla damals als Kanzleramtsminister hinstellte und quasi den ganzen Wahlkampf über suggerierte, da ist überhaupt nichts dran. Und gehen Sie mal weiter, beschäftigen Sie sich immer mit anderen Themen. Und nach kam raus, dass unser BND viel tiefer in dieses ganze Netzwerk der NSA verstrickt ist, dass wir quasi ein sehr guter Partner, wenn auch nicht so ein guter Partner wie Großbritannien, sind in diesem globalen Überwachungssystem, was die NSA mit ihren Partnern überall auf der Welt geschaffen hat, um überall Kommunikation abzufangen. Und dass
offensichtlich, dass A, der Öffentlichkeit nicht bekannt war, aber auch in der politischen Debatte, sagen wir mal, außerhalb dieser geheimen Kontrollkommission, wo wir festgestellt haben, dass sie eher eine Demokratiesimulation darstellen, dass das eigentlich nirgendwo so wirklich diskutiert wurde oder bekannt war. Mhm. Wir haben eingangs gesagt, Professor Jäger, dass Sie das Krisenmanagement der Bundesregierung doch kritisieren. An welcher Stelle hat man denn falsch agiert? Sie hatten das direkt zu Anfang angesprochen. Ne? Also, dass man sich direkt vom BND distanziert hat, versucht hat, ihn zu isolieren und hinzustellen. Das war ein deutlicher Versuch, sich zu distanzieren, der sich dann im Nachhinein als nicht sehr klug erwiesen hat, weil es eben nun wirklich auch im Kanzleramt angekommen ist und hier sichtbar wurde, dass man eben nicht dazu steht, dass das vereinbart wurde 2002, was wir seit 2013 wissen, und dass man das für richtig hält, das zu machen. Ja. Dass man nicht, wie Sie das gesagt haben, sozusagen verstrickt ist mit der NSA, sondern die Kooperation mit der NSA will und sozusagen auch in den letzten Jahren immer viel schärfer und strikter angestrebt hat. Das muss man politisch vertreten, da muss man für dastehen. Aber das ist natürlich schwierig in einem Umfeld dieser Regierung. Wenn ich mich erinnere, war es Herr Gabriel, der im letzten Wahlkampf gesagt hat, dass die Bundeskanzlerin eher die Interessen amerikanischer Dienste in Deutschland vertritt als deutsche Interessen in Amerika. Das ist natürlich ein hartes Wort gewesen, ne? Das jetzt immer noch dasteht. Und es ist verständlich, dass die politisch Agierenden sich hier möglichst weit fernhalten, dass sie nicht sagen wollen, was man ihnen nachher als Mühlstein um den Hals hängen kann. Das liegt doch nicht am politischen Umfeld. Das liegt vor allen Dingen daran, dass hier konsequent unsere Grundrechte gebrochen werden, dass wir es eigentlich hier mit einem kalkulierten Verfassungsbruch zu tun haben, der gedeckt wird vom Bundeskanzleramt. Und man hat Angst davor, dass zu viel davon öffentlich wird, weil man dann ganz klar irgendwie sehen kann, dass hier unsere Grundrechte die ganze Zeit überschritten werden. Und zwar wissentlich. Mhm. Grundrechte? Professor Kriegel? Also da muss ich Ihnen widersprechen. Das ist ein ziemliches Märchen. Ich habe einen ganzen Packen von Gesetzen mir kopiert und noch mal durchgelesen. Das ist alles gesetzlich abgesichert, auch die Telekommunikationsüberwachung und so weiter. Da gibt es gesetzliche Grundlagen. Nein, die Frage ist ja, ob sozusagen die Amerikaner hier etwas machen, was gegen unsere Interessen und unsere Gesetze läuft. Oder ob wir sie unterstützen. Das ist eine Frage, die gestellt worden ist. Aber ich möchte noch etwas ergänzen. Also es gibt ja nicht nur dieses Abkommen von 2002, sondern man muss sich klar machen, in der Kooperation, also internationalen Kooperation von Geheimdiensten, gibt es immer Geheimschutzabkommen. Und in diesen Geheimschutzabkommen steht nun einmal drin, dass keine Seite Material aus diesem gemeinsamen Projekt und natürlich schon gar nicht der anderen Seite weitergibt. Und zwar auch innerhalb des eigenen Landes, zum Beispiel auch an das eigene Parlament. Und deswegen können also diese Listen, die NSA dem BND gibt, können nie und nimmer dem Bundestag vorgelegt werden, auch nicht dem parlamentarischen Kontrollgremium, außer, wie gesagt wurde, die Amerikaner würden zustimmen. Und ich halte das für ganz ebenso unwahrscheinlich, wie Sie das tun. Aber es ist nicht nur im Verhältnis zu den USA, auch in allen anderen Kooperationen gibt es solche Abkommen. Und es würde sozusagen eine ganze Struktur der Kooperation zusammenbrechen, wenn man an einer Stelle sich als ein völlig unzuverlässiger Partner outen oder Aber damit sagen Sie doch gerade, weil es gar keinerlei Kontrollmöglichkeiten ganz richtig gibt für diese Sie haben Kooperation. Völlig recht. Und da haben wir doch ein ziemliches Problem. Natürlich haben wir ein Problem. Das ist aber nicht nur ein deutsches Problem, das ist überall ein Problem. In dem Maß, in dem die internationale Kooperation der Geheimdienste sozusagen sich verstärkt, haben wir eine größer und größer werdende Zone von Informationen, die wir den jeweiligen Parlamenten nicht vorlegen können. Das ist überall so. Okay. Das ist in Großbritannien, in USA, in Frankreich, sonst wo. Ist es genau das Gleiche. Und da, ich weiß nicht, wie man da eine Lösung findet, aber das ist die Sachlage. Und die
Zusammenarbeit beim Terrorismus hat das natürlich verstärkt, weil es ein Thema gab, bei dem nun alle wirklich zusammenarbeiten wollen, weil wir alle bedroht sind. Ja, das war nochmal der Rückgriff zur Liste. Wir waren ja schon bei den Personen, bei der politischen Verantwortung angekommen. Thomas Jäger hatte es angesprochen, Frau Lau, missglücktes Krisenmanagement seitens der Bundesregierung. Wenn man auch nochmal auf die Strecke schaut, seit 2002 dieses Memorandum unterzeichnet von Steinmeier, insgesamt 4 Kanzleramtsminister, dann eben Herr de Maizière, dann Herr Pofalla, jetzt Herr Altmaier, der das Ganze irgendwie ausrudern muss. Mit wem geht denn das am Ende nach Hause? Na, da bin ich auch mal sehr gespannt. Also ich finde, eine interessante Geschichte ist ja, dass diese Antwort von Thomas de Maizière auf die parlamentarische Anfrage der Linken, gab es Wirtschaftsspionage 2008. Diese Antwort ist im Kanzleramt geschrieben worden. De Maizière hat das sozusagen wortwörtlich übernommen. Das ist eine von den Problemen, zu denen er jetzt nicht in der Öffentlichkeit Stellung nehmen kann oder so. Aber damals hat man schon gewusst, da kommt ein dicker Hund auf uns zu, und hat dann, wie so oft das so passiert, gehofft, das wird sich alles irgendwie in Luft auflösen. Und in der Tat sprechen wir ja im Moment auch nicht mehr über Wirtschaftsspionage, was ich aber eben auch ein sehr interessantes Thema finde, weil die Idee, dass deutsche Unternehmen tatsächlich in alle Welt und in sehr schwierige Gegenden Rüstungsgüter exportieren, die für NATO-Partner ein Problem sind, die geht jetzt im Moment völlig unter. Also ich finde, es kann ein legitimes amerikanisches Interesse daran geben, zu wissen, welche deutschen Firmen die Sanktionen gegen den Iran unterlaufen oder Waffen nach Russland liefern oder, um Gottes Willen, Saudi-Arabien, Katar und so weiter. Dass die Amerikaner das wissen wollen, muss ich sagen, kann ich durchaus verstehen. Hm. Können Sie es auch verstehen, Herr Beckedahl? Ja, ich kann es verstehen, aber ich muss ja nicht gutheißen. Warum? Wenn dabei unsere eigenen Interessen sozusagen verletzt werden, weil quasi mit so einer Schleppfangmethode. Also Sie alle finden, wir sollten lustig weiter Rüstungsgüter. Nö, also ich finde erstmal, dass diese über Systeme zur Massenüberwachung, die erstmal alles überwachen, indem halt bestimmte Systeme alles durchrastern. Das ist der Punkt. Also auch Ihre E-Mails, auch Ihre Telefonate, dass das erstmal alles irgendwie in diesen Trichter reinkommt, um dann zu schauen, naja, wo gibt es denn vielleicht die ganz, ganz wenigen Fälle, wo deutsche Firmen Proliferation oder andere Dinge machen. Die Schmerzgrenzen. Mhm. Wo hat man seine Schmerzgrenze? Also meine fängt noch nicht da an, wo man sagt, Vorratsdatenspeicherung, der große Heuhaufen von Daten, der eingesammelt wird. Für mich ist das noch kein Problem. Und für mich, das ist für mich ein Problem mit der Snowden, mit den Snowden-Enthüllungen. Ich sage nach wie vor, die Massenüberwachung in Deutschland ist nach wie vor nicht bewiesen. Und das liegt daran, dass Sie und ich was anderes darunter verstehen. Ich nehme mal einen Punkt auf oder einen Begriff auf, den Sie gerade erwähnt haben, weil wir ja weiter bei den Personen auch noch sind und natürlich bei den Prozeduren. Die Frage der Schmerzgrenze. Für viele Deutsche, Professor Jäger, ist die Schmerzgrenze dann erreicht, wenn es um die Frage der Wahrheit geht. Frau Lau hat es gerade angesprochen. Wie auch immer, wer wann was geschrieben hat, solche Antworten, parlamentarischen Anfragen werden ja in der gesamten Bundesregierung dann zwischen den Ressorts abgestimmt. Aber das Ressort, das die Antwort gegeben hat, ist das von Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Er soll nun gegenüber dem Parlament, ich formuliere das bewusst defensiv, die Unwahrheit gesagt haben. Wie schwer wiegt das, wenn man auch gerade schaut auf dieses viele, was er schon politisch überstanden hat? Ich nenne jetzt nur mal als Stichwort Drohnenaffäre, das G36-Gewehr. Ja, das kommt jetzt für ihn persönlich zu einer unglücklichen Zeit, dass die Anfrage an ihn gerichtet wurde und dass er diese Antwort des Bundeskanzleramts weitergegeben hat. Und sie hängt jetzt momentan an ihm. Den Vorwurf, der relativ schnell erhoben wurde, dass hier nämlich nicht die Wahrheit gesagt wurde, das würde mich doch veranlassen zu sagen, das wissen wir nicht. Wir haben überhaupt keine Informationen darüber, ob hier Erkenntnisse zur Wirtschaftsspionage gegeben sind. Es wäre sehr wohl möglich, Sie haben das angedeutet schon, dass hier eben politische Aspekte auch bei Firmen betrachtet wurde. Das wäre eines. Es ist ein zweiter Punkt, dass es möglicherweise versuchte Wirtschaftsspionage gab. Das ist etwas, was wir auch schon seit ein paar Jahren wissen, dass hier Dienste hinterher sind.
Und das ist in Berichten, das geht zurück bis 2008, dass die Verfassungsschutzämter der Länder und des Bundes gesagt haben, systematisch sind das Russland und China, die in Deutschland spionieren. Und dann gibt es auch westliche Staaten, aber da haben wir keine Erkenntnis drüber, dass die das systematisch machen. Also ich glaube, dass, wenn man das alles miteinander betrachtet und berücksichtigt, dass diese Antworten doch sehr immer, das ist ja ein Spiel zwischen Opposition und Regierung, ne? Dann wird mit Worten gespielt und sehr fein geschaut, wie kann man das formulieren. Wenn man das berücksichtigt, wäre ich also noch überhaupt nicht sicher, dass das die Unwahrheit ist. Das macht sich als richtig erweisen, diese Antwort. Frau Lau, die Bundeskanzlerin hat Anfang der Woche auf einem Auslandsbesuch in Warschau dazu Stellung nehmen müssen. Das ist eher ungewöhnlich, auch für ihre Verhältnisse, und hat umfassende Aufklärung zugesagt. Was kann sie denn jetzt noch richtig machen in dieser Affäre? Naja, sie muss sich jetzt entscheiden, wie sie mit dieser Liste umgeht. Also wie sehr sie Druck auf den amerikanischen Verbündeten macht, diese Liste rauszugeben. Und man muss sich einfach politisch noch mal vor Augen halten, um welches Amerika es da geht. Es geht um einen ziemlich angezählten Präsidenten, der in einer politischen Landschaft agiert, in der er sowieso immer als Weichei denunziert wird von den Republikanern. Und in dieser Situation soll er also den Europäern, die Amerikaner dann auch wieder für Weicheier halten, Geheimnisse offenbaren. Schwierige Situation für Merkel und für Obama. Also ich weiß nicht so richtig, wie sie sich da verhalten soll. Aber ich glaube eben, dafür hat man solche Gremien wie den Parlamentarischen Kontrollausschuss und so weiter. Dafür, dass man ihnen eben Geheimnisse partiell jedenfalls geben kann. Andererseits, wenn man hört, wie viel aus diesen Gremien derzeit raussickert, muss ich auch sagen, schwierig. Insbesondere, wenn es gemeinsame Informationen gibt durch einen Kanzleramtsminister, wo dann Mitglieder des einen Gremiums, aber auch Fraktionsvorsitzende und Obleute eines Untersuchungsausschusses drin sind. Genau. Nicht alle sind an die gleiche Verschwiegenheitspflicht gebunden. Genau. Ja. Jetzt wird es problematisch, jetzt wird zu viel rausgelassen, Herr Krieger. Das kann es auch nicht sein. Und wir Weicheier gehen, ich nehme mal Ihren Begriff auf, wir Weicheier gehen jetzt nach Washington und wollen jetzt diese Liste freipressen. Also das lachen die uns aus. Das habe ich gesagt, das ist völlig unmöglich. Aber ich finde, wir haben es hier auch ein bisschen mit einem politischen Zirkus zu tun. Ja, also der interagiert mit der Presse. Also die Presse stellt Behauptungen auf, für die es keine konkreten Beweise gibt. Mhm. Und wo auch immer die Kontexte weggelassen werden. Und dann greifen einzelne Politiker das auf und versuchen daraus irgendwie etwas zu machen. Natürlich, was ihnen selber nutzt. Ja, wir haben das gesehen. Am Anfang hat man also Herrn de Maizière angeschossen. Plötzlich merkt man, dass das Abkommen, ja, wie Sie gesagt haben, schon 2002 unter Steinmeier geschlossen war. Dann ist die Tür wieder zugemacht worden, denn den SPD-Mann Steinmeier will man natürlich nicht demontieren, ja, wie ich richtig finde, was ich auch richtig finde. Und also wissen Sie, ich denke jetzt gerade an die PKW-Maut. Ja, das war ein riesengroßes, Thema. Und plötzlich ist das Ding durch den Bundestag. Die SPD hat zugestimmt und Kasten zu und weg ist das Ding. Ja, ich weiß nicht, wie lange ich schon nicht mehr von der PKW-Maut gehört habe. Und das könnte hier in diesem Fall auch passieren, wenn wirkliche Schlüsselpersonen, darunter die Bundeskanzlerin, merkt, hoppla, das wird jetzt gefährlich. Dann kann es durchaus sein, dass man den Deckel drauf macht und Schluss. Ja, im Moment gibt es natürlich eine Debatte, ob man irgendein Bauernopfer bringen könnte, ja, ob man einen Minister abschießen oder irgendeinen hohen Beamten abschießen könnte. Aber das hält sich die Waage. Also ich kann nur sagen, es ist ein politischer Zirkus. Es gäbe so viele andere wichtige politische Themen zu klären. Und man weicht auf dieses Feld aus. Ja, Herr Beckedahl, also wir sind in einem Zirkus. Wer ist auf dem Trapez? Also ich finde es erstmal ein bisschen komisch, hier von einem Zirkus zu reden. Wir haben es hier mit dem größten Überwachungsskandal in der Geschichte der Menschheit zu tun, der durch Edward Snowden damals ausgelöst wurde, der ja durch viel Zivilcourage eine ganze Menge Dokumente mitgenommen hat, die belegen, dass wir halt weitgehend unkontrollierte Geheimdienste haben, die im Namen der Sicherheit massive Unsicherheit schaffen, die auch aus ihrem eigenen Interesse heraus möglichst alles überwachen wollen, was geht. Und wir haben es ihnen zu einfach gemacht in den letzten Jahren. Und deshalb und weil viele Vorwürfe im Raum standen, hat der Bundestag einen Geheimdienstuntersuchungsausschuss eingerichtet, der eigentlich die NSA untersuchen sollte. Und festgestellt hat immer mehr, dass eigentlich der BND halt viel tiefer darin verwickelt ist und dass wir erstmal unsere eigenen Hausaufgaben machen sollten, nämlich vor der eigenen Haustür kehren sollten. Und jetzt stellen wir auf einmal fest, da steckt eine ganze Menge drin, zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich dieser Geheimdienstuntersuchungsausschuss schon tot war, medial gesehen. Weil es also nicht kommen wird. Warum fordert er von
benutzt das jetzt schon wieder, Vor einem Monat hatte dieser Untersuchungsausschuss einjähriges Bestehen. Mhm. Da hatte ich Kollegen von Ihnen bei mir im Büro, die hofften, dass sie überhaupt noch im Fernsehen irgendwie einen Bericht über ein Jahr senden könnten, weil die alle meinten, das interessiert jetzt keinen mehr. Und wir dachten, wir sitzen in jeder Sitzung drin und da kommen eine ganze Menge Sachen raus, über wie Überwachung in Deutschland, Massenüberwachung funktioniert durch unsere Geheimdienste. Es kommt raus, dass da massenhaft irgendwie in einem bestenfalls Graubereich, im schlimmstenfalls illegalen Bereich irgendwie unsere Grundrechte verletzt werden von unseren eigenen Sicherheitsbehörden und kein interessiert es. Und auf einmal haben wir das, was sie Zirkus nennen, und wir nennen es endlich mal Aufmerksamkeit auf diese Themen. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir nur darüber diskutieren, wer hat Verantwortung. Ich glaube, da haben eine ganze Menge Personen und Institutionen Verantwortung, bis hoch zu Angela Merkel, die eigentlich oberste Aufsichtsperson unter drei verschiedenen Kanzleramtsministern waren. Aber ich finde es schade, dass wir nur über Personen reden, weil eigentlich geht es um das System, worüber wir reden sollten. Das haben wir ja auch anfangs so ein bisschen versucht schon aufzunehmen, damit wir das technisch durchsteigen. Aber bei den Personen in der Tat waren wir. Herr Krieger hatte gerade einen interessanten Punkt gesagt, eher so en passant, aber ich glaube, das trifft es nochmal. Er hat nämlich gesagt, jetzt wo Frau Merkel merkte, dass die Einschlüsse näher kommen, versucht sie schnell einen Deckel drauf zu machen. Im Grunde genommen, das wäre noch eine Frage an Sie. Sie schützt Ihren Vertrauten, de Maizière, den sie möglicherweise auch für verschiedene andere Verwendungen noch gebrauchen könnte und damit auch sich selbst? Tja, die Frage ist, schützt sie ihn wirklich oder hat sie ihn nicht im Gegenteil so ein bisschen im Regen stehen lassen? Das ist jetzt eher mein Eindruck. Also wenn sie ihn schützen wollte, dann hätte sie das formulieren müssen, was bei Ihnen immer nicht vorkommt, nämlich, dass wir diese Sicherheitspartnerschaft dringend brauchen und dass noch nicht, also nichts ist klar. Niemand weiß, wie diese, wie heißen sie jetzt wieder? Selektoren. Tatsächlich eingesetzt worden ist. Wo hat tatsächlich Abhörung stattgefunden und warum haben wir 2002 das, was Sie immer anprangern, warum sind wir diese Sicherheitspartnerschaft eingegangen? Das muss man den Leuten einfach immer noch mal ins Gedächtnis rufen, warum wir das gemacht haben. Es ging um Terrorabwehr. Ich finde trotzdem richtig, dass man sich dann gegen die Belauschung der EU und des Élysée-Palastes, da muss man sich absolut dagegen wehren. Es ist idiotisch, das zu machen, weil man eben, wie Merkel sagt, auch einfach mal anrufen kann. Aber diesen politischen Zusammenhang müsste sie jetzt noch mal machen, wenn sie de Maizière wirklich schützen wollte. Und mein Eindruck ist, nicht so ganz. Naja, das ist ja ein interessanter Aspekt. Also ich würde die Massenüberwachung jetzt für mich mal eine Sekunde beiseite legen lassen und fragen, was ist das für ein politisches Instrument der BND, mit dem man hier umgeht? Wir führen seit über einem Jahr einen Review-Prozess über die deutsche Außenpolitik unter der großen, dem Label mehr Verantwortung übernehmen. Die Rede des Bundespräsidenten, der das angestoßen hat. Der BND ist ein wichtiges Instrument deutscher Außenpolitik. Und man muss mit den Vereinigten Staaten kooperieren können. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich so eine abgestiegene Weltmacht ist, wie Sie das sagen, sondern ich sehe da eine ganz große Schlagkraft noch mit hinter. Aber egal wie immer das sei, ohne diese Kooperation ist sozusagen die deutsche Außenpolitik nicht in der Lage, aus einer Situation der Informationsüberlegenheit in den Bereichen zu arbeiten, die ja hier vor allem ausgespäht werden sollten. Das war Afghanistan einerseits, das ist der afrikanische Kontinent, das ist die Situation im Mittleren Osten. Und das geht mir jetzt momentan ein bisschen unter, ne? Unter der Konzentration auf all das, was möglicherweise nicht ganz richtig gelaufen ist. Ich finde gar nicht, dass man mit der Kritik hinterm Berg halten soll. Wenn Sachen nicht richtig laufen, dann muss man die auch ansprechen. Aber mich ärgert, dass man also zum Beispiel die Leute, die Geheimdienste immer kritisieren, haben in der NSU-Affäre, als es um die rechtsextremen Morde ging, gesagt, wo waren die Geheimdienste, warum ist das nicht aufgeklärt worden? Wenn der BND mehr Geld verlangt, um zu sagen, wir müssen uns unabhängiger machen von den Amerikanern, wir müssen zum Beispiel in der Lage sein, Facebook durchzugucken, dann gibt es einen Riesenprotest, die Geheimdienste werden zu groß. Ja, aber zu Recht. Ja. Nee, aber es da sind wir bei den Ressourcen, Professor Krieger nickt. Und muss sich ja mal die einzelnen Maßnahmen anschauen. Also ich würde jetzt nicht irgendwie dagegen argumentieren, generell mehr dieses System zu stützen. Aber wenn es darum geht, dass der BND zum Beispiel die Befugnis bekommen soll, mit unseren Steuergeldern Sicherheitslücken auf dem Schwarzmarkt zu kaufen, um in Computer einzubrechen, dann haben wir das Problem, dass diese Sicherheitslücken genutzt werden,
die auch gegen uns verwendet werden können, um Industriespionage zu machen, um in unsere Computer einzudringen. Und hier wird im Namen der Sicherheit mit unseren Steuergeldern Unsicherheit geschaffen. Das ist nur einer von verschiedenen Punkten, über die wir reden, wenn es darum geht, was sind eigentlich die Lehren aus den Snowden-Enthüllungen. Und die Lehren aus den Snowden-Enthüllungen sind für unsere Bundesregierung mehr Befugnisse für unsere Geheimdienste, anstatt mal eine bessere Kontrolle unserer Geheimdienste und vielleicht mal zu gucken, wie wir dieses System der Massenüberwachung, wie ich es nenne, da mögen Sie eine andere Interpretation haben, denn mal abstellen können, weil ich sehe hier ganz klar unsere Grundrechte massenhaft gefährdet und verletzt, nicht nur von unseren eigenen Geheimdiensten, sondern auch von allen anderen. Und ich möchte eine digitale Gesellschaft haben, in der ich unbeobachtet kommunizieren kann. Genauso einfach, wie ich auch ohne Computer in meinem Schlafzimmer unbeobachtet kommunizieren kann. Ja. Wenn wir, ich nehme das Stichwort Konsequenzen noch mal auf, wenn wir es noch mal ein bisschen auf diese engere Affäre ziehen, die Frau Lau. Professor Krieger hat eingangs schon gesagt, das Bundeskanzleramt hat relativ schnell den BND und damit auch seinen Präsidenten Gerhard Schindler fallen lassen. Also wenn wir jetzt über neue Kooperationsmöglichkeiten mit dem NSA und mit den amerikanischen Diensten reden, dann wird er mutmaßlich diese nicht mehr gestalten, obwohl er erst seit 2012 im Amt ist, glaube ich. Naja, also ich glaube, von der Person Schindler ist man ja jetzt schon wieder sozusagen abgegangen als bevorzugtes Ziel. Es ist ja im Moment der Bundesinnenminister. Aber ich möchte mal was anders klarstellen. Sie leben in einem Märchenland. Sie stellen sich vor, das Internet sozusagen, also eine Art von Disney World, ja, in der Friede, Freude, Eierkuchen ist. Das ist nun mal leider nicht der Fall. Ja. Das Internet ist mehr und mehr ein Ort des Verbrechens und der Aggression. Wenn Sie an den Cyber Warfare denken, wenn Sie an die Fähigkeiten, an die Cyberfähigkeiten internationaler Terrororganisationen denken, wie zum Beispiel ISIS und andere, das kann man nicht ignorieren. Ja? Und dagegen muss man was machen. Jemand hat das mal richtig gesagt, es kann hier keine rechtsfreien Räume geben. Ja? Das ist praktisch eine No-Go-Zone, wäre das, wenn man das nicht macht, die sich immer weiter vergrößert und unsere Gesellschaften und unser politisches Leben mehr und mehr gefährdet. Also es gibt keine Alternative, als sich dazu betätigen. Wie man das im Einzelnen macht, ist eine andere Sache. Zweiter Punkt, das, was gemacht wird, basiert alles auf Gesetzen. Sie können natürlich sagen, diese Gesetze sind falsch, diese Gesetze bedrohen unsere Freiheiten und so weiter und so weiter. Aber die Gesetze, hier werden die Gesetze die ganze Zeit gebrochen. Aber die Gesetze werden nun mal im Deutschen Bundestag gemacht. Das ist so. Ja, der BND macht keine Gesetze. Aber er verletzt sie. Nein, der verletzt sie nicht. Das haben sie noch nicht nachgewiesen. Die werden erst mal dort gemacht. Ich habe auch manchmal geschluckt, ehrlich gesagt, als nach dem 11. September, Anfang der 2000er Jahre, diese Chili-Gesetze, Chili war damals Innenminister, gemacht wurden und mehr Befugnisse für die Sicherheitsbehörden gegeben haben. Ich glaube, muss das unbedingt sein. Ja? Gut, das ist eine legitime Debatte. Aber diese Debatte ist im Deutschen Bundestag und in den zugehörigen Parlamenten zu führen. Da muss man nicht zustimmen, aber dort wird sie geführt. Das zweite Märchen, das Sie verbreiten hier, ist die unkontrollierten Geheimdienste. Wir reden ja gerade vom Gegenteil, nämlich die Frage, wie diese Kontrolle im Bundeskanzleramt funktioniert oder ob sie nicht funktioniert, genau. Und was die Leute machen. Ja. Das wäre auch ein schöner Schlusspunkt für uns, Professor Krieger, den jetzt quasi in eine Schlussrunde einfließen zu lassen. Ja. Das wäre meine Frage an Sie alle. Brauchen wir mehr oder weniger Kontrolle der Geheimdienste, auch wenn wir quasi aus dem lernen, was wir in den letzten ein, zwei Jahren und in den letzten ein, zwei Wochen gelernt haben. Wenn Sie vielleicht den Anfang machen, ja, möglichst knapp. Also wissen Sie schon, dass das Wort Kontrolle ist vielleicht nicht ganz richtig. Sie haben es gerade selbst gebraucht. Ich habe es jetzt selbst gebraucht, richtig. Ja, man müsste, das ist ja das übliche Wort, man müsste eigentlich sagen Führung. Der BND wird und die anderen Geheimdienste des Bundes werden ja vom Kanzleramt geführt. Mhm. Dort wird ihnen ein Katalog vorgegeben von Aufgaben. Das müsst ihr machen, das müsst ihr machen, das müsst ihr machen. Es muss zu allen Einzelheiten, zu allen Projekten und so weiter Bericht erstattet werden. Alle Abkommen, die getroffen werden, darunter das, was Sie zu Eingang erwähnt haben, werden praktisch vom Bundeskanzleramt gemacht. Ja? Also das ist eine Führung, die zugleich auch eine exekutive Kontrolle ist. Fassen zusammen, es braucht mehr Führung.
gute. Es gibt Führung, die kann man vielleicht verbessern. Damit die anderen auch noch eine Chance bekommen, wäre es gut, wenn ich jetzt hier einen Punkt machen. Danke. Bitte. Also wir brauchen Kontrollkommissionen, die besser ausgestattet sind, die auch über eine technische Expertise verfügen. Weil ich habe öfters, bei allem Respekt gegenüber Christian Ströbele, ich habe manchmal nicht den Anschein, dass er noch in seinem Alter alles genau versteht, was da abläuft. Und wir brauchen vor allen Dingen Kontrollkommissionen, die nicht erst warten, bis der BND bei Ihnen mal aufkommt und eine schöne Präsentation zeigt, sondern die auch hingehen können und nachschauen können, wenn sie Hinweise bekommen. Okay, Professor Jäger? Es gibt ja eine ganze Reihe von Vorschlägen, die jetzt gemacht sind, bis zu Beauftragten. Das Problem ist, wie effektive Kontrolle gemacht werden kann. Mhm. Und effektive Kontrolle großer Dienste ist ein sehr großes Problem. Mhm. Frau Laus, ich finde, wir brauchen vor allen Dingen mehr politische Klarheit. Was wollen wir sein in der Welt und wozu brauchen wir unsere Geheimdienste? Mhm. Vielen Dank, Frau Lau. Vielen Dank den Herren für ihre Expertise hier in der Runde. Vielen Dank, dass Sie mit uns gewesen sind. Das ist also unsere Debatte zur BND-Affäre. Eingangs haben wir auch berichtet über die Verhaftung von zwei Terrorverdächtigen in Hessen. Dazu mehr bei unseren Kollegen in Phoenix der Tag. Und noch ein zweiter Hinweis in eigener Sache. Am 1. Mai widmet Phoenix dem 70. Jahrestag des Kriegsendes, Zweiten Weltkriegs, einen ganzen Thementag. Ab 14 Uhr die Stunde Null aus verschiedenen Perspektiven. Das ist von dieser Stelle sehr empfohlen. Ihnen weiter gute Informationen bei Phoenix. Dankeschön. Okay.